Herzlich willkommen zu meinem ersten, allerdings wahrscheinlich auch letzten Test eines Produkts der Marke Godox. In dem Fall hier das Godox Magic XT1. Warum wahrscheinlich letzter Test? Tja, einerseits aufgrund dessen, weil er wahrscheinlich nicht genug Views kriegen wird, ist er auf der anderen Seite allerdings auch negativ genug, dass er die wahrscheinlich erst gar nicht haben wollen. Möchte allerdings auch klatschen. Es ist kein schlechtes Produkt und bei dem Preis durchaus okay. Aber der Hauptselling Point, gerade im praktikablen Alltagseinsatz, macht keinen Sinn. Allerdings kommt man das anscheinend den Chill-Tubern, wie es Camera Conspiracy so gerne nennt, eben gut genug verkaufen, dass die das erst gar nicht in Frage gestellt haben und alles schön gehypt haben. Ich persönlich kann es nicht ganz nachvollziehen, werde euch allerdings nach den ganzen Soundtests erst verraten, worum es geht. Tja, ein bisschen Spannung muss ich halt aufbauen. Bis gleich. Alles andere als optimale Bedingungen. Vor einer Woche stehe ich am gleichen Ort, hat 27 Grad, beide meine Kameras überhitzen. Das Problem werden wir heute nicht haben, allerdings noch deutlich mehr Wind und es ist schon ein bisschen kühl. Aber egal, wir machen jetzt den Reichweitentest des Godox Magic XT1. Ich werde es jetzt in Zukunft bei Wireless Mic so machen, dass ich die Entfernung auf 60 Meter beschränke. 60 statt 50 aus dem Grund, weil bei einem letztens bei 50 Meter halt die Verbindung abgehackt ist. Und jetzt möchte ich einfach das auch noch einmal probieren, ob das passiert, weil gerade wenn ich in direkter Sichtlinie bin, 100 Meter und so packen, die ist es für mich eher wichtig zu sehen, wann die mit dem Rücken zur Kamera gedreht eben erste Verbindungsabbrüche kriegen oder Aussetzer. Und das testen wir eben auch wieder eben mit Schritte zählen und so weiter. Würde ich sagen, fange ich bei 2 Schritten an, weil ich bin ein bisschen weg von der Kamera. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, ,25, 26, 27, 28, 29, 30. Eventuell könnt ihr jetzt schon erste Aussetzer geben. Jetzt nicht, aber weiter geht's. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Und recht gut getimt vom Platz, weil ich wollte auch noch hinter dem Baum laufen. Das wären dann 51, 52. Machen wir hier dann einfach wieder weiter. Jetzt mal direkt hinterm Baum, wobei der ist zu klein, dass der wirklich eine Rolle spielt. Wenn ich mich mit dem Körper umdrehe, ist es deutlich mehr. Wir waren bei 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. Wenn jetzt oben steht, das ist natürlich genial, aber so wäre auch schon okay. So, ich laufe zurück. Wir könnten auch mal als neues Cancelling testen. So klingt das Ganze mit Noise Cancelling oder mit ihrem Dynamic oder wie auch immer sie es nennen, das sich anpasst, wobei es jetzt viel anpassen muss. Und wenn ich gerade schon herlaufe, probieren wir das Ganze noch ohne Windbüschel. Ich verstehe es eh nicht, dass die Dinger das nie einplanen, irgendwie mit in der Packung, dass man das während aufbewahren mitnehmen kann, außer diesem großen Case. Aber normalerweise, also das Gute bei dem Mic ist, es lässt sich gut anbringen, aber es nimmt sehr, sehr viel extra Fläche in Kauf. Also das ist schon nicht mehr dezent, obwohl das Mikro so dezent ist. So, jetzt habt ihr einen Eindruck gekriegt von der Reichweite. Vom Klang solltet ihr jetzt schon einen Eindruck haben, mit und auch ohne NC, ich habe es natürlich wieder ausgeschaltet, mit und auch ohne Büschel ein kleines bisschen. Werde ich euch jetzt mal kurz im Vergleich noch das Fully MX5M zeigen, weil ich das einfach genial finde. Und dann probieren wir das Ganze allerdings auch noch mit dem Sennheiser ME2, also ein Lavalier, damit ihr halt sehen könnt, ob das vielleicht für euch eben nochmal aufwärmt wäre, es eben zum Kabel und so weiter dran zu haben. Okay? Muskelkäse. Okay? Okay. So, auch wenn es nicht leise ist, ist zumindest das Flugzeug jetzt weg. Hört ihr jetzt das Full MX5? Genau genommen das X5M. Mache ich jetzt keinen Reichweitentest, sage euch allerdings was Interessantes. Habe ich nämlich letztens mit 2 Wireless Mics gleichzeitig Entfernungstests gemacht und war schockiert, dass beide im Prinzip gleichzeitig bei 17 Meter schon die ersten Aussätze hatten. Was für mich heißt, 2 kommen sich gleichzeitig extrem in die Quere. Hat allerdings auch der Test zum Beispiel gerade auch mit dem Godox gar nicht so viel zu sagen, hier zumindest. Denn bei 30 Meter habe ich gehört, so die ersten Aussetzer waren da, gegen Ende hat es dann mehr Probleme gekriegt. Hat allerdings das X5 auch nur so knappe 5 Meter mehr geschafft. Im Wald allerdings, wo ich letztens auch nochmal mit 2 anderen Tests gemacht habe, habe ich mit dem X5 dann bei 50 Meter schon aufgehört und dort noch ein sauberes Signal gehabt. Und mit einem Mic, das hier so knapp über 20 Meter gepackt hat, dort dann fast 40. Deswegen denke ich mal, ich werde es allerdings auch im Wald noch testen, einfach um es für mich mal abzuchecken, werde ich mit dem, wo ich 30 hatte, dort wahrscheinlich auch locker die 50 knacken. Das sollte kein Problem sein. Allerdings ist es für mich sowieso nicht so wichtig zu wissen, wie weit die wirklich kommen, weil es für mich mehr als genug ausreicht. Ja, ansonsten testen wir jetzt noch kurz mal vom Klang als Vergleich, auch wenn es hier halt nicht so easy ist, aber das sind reale Verhältnisse des Sennheiser ME2.
Jetzt hier noch das Sennheiser ML2 angeschlossen am Full MX5, weil am Godox kann man ja leider kein Lavalier oder externes Mikrofon anschließen. Habt ihr jetzt nochmal die Möglichkeit zu hören, wie das eben klingt und ob euch das wert ist, hier jetzt nochmal, ich sag jetzt mal, so eine Halb-Wireless-Lösung zu nutzen. Das Sennheiser übrigens hat keinen wirklichen Windaufsatz, hat den so intern integriert. Es gibt vielleicht noch Aufsätze, die passen könnten, aber offiziell habe ich da nichts finden können. Ist das allerdings in der Regel jetzt auch gar nicht so anfällig drauf. Jetzt ist der Wind allerdings auch glücklicherweise gerade weg, aber ja, ja oder eben nein, das müsst ihr entscheiden. So, wenn ich eh schon gerade draußen bin bei der Kälte, bei dem Wind und so weiter und so fort, mit eben dem Godox Magic XT1, wo ich auch gerade noch ein paar andere Sachen aufgenommen habe, wollte ich hier nochmal kurz jetzt einfach euch mal zeigen, wie das Ganze im Vlogging-Einsatz aussieht, halt mit der Kamera dran und vom Sound. Klingt natürlich nicht wirklich anders, wie wenn ich die Kamera im Stillstand irgendwo auf dem Tripod stehen habe, aber hey, damit ihr einfach mal ein besseres Gefühl dafür bekommt, wie denn das Ganze wirken würde. Das Ganze ist gerade an meiner Canon EOS R8. Ich habe nur den normalen Crop drin. Die Stabi ist allerdings aus, was wahrscheinlich furchtbar gewackelt haben muss, habe ich vergessen. Denn die digitale funktioniert ja bei Canon nicht, wenn die optische nicht dran ist. Und die optische macht kontraproduktive Bewegungen mit der Stabilisierung, was ich nicht nachvollziehen kann. Deswegen ist es bei Canon fast schon besser, wenn man keine optisch stabilisiertes Objektiv hat. Ich weiß, es war grammatikalisch gerade ein bisschen wirrwarr, aber hey, jetzt habt ihr gehört, wie das Ganze klingt, auch mit ordentlich Wind. Komm, testen wir gerade jetzt nochmal dann. Noise Cancelling im Realeinsatz. Weil vielleicht ist es ja sogar okay. Wobei, macht's im Post. Jedes Mal denke ich mir so, oh, ist ja gar nicht so schlecht, aber das ist ja heutzutage mit der Software und so weiter gar kein Problem. Ja, dann müsst ihr halt auch reden, damit ihr den Unterschied hören könnt, oder? Deswegen rede ich jetzt bla 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 bla. So. Und das wäre der Mic-Test mit dem Full MX5 als Basis. Ist angeschlossen am PC mit USB mit einem Gain von 4 von 5. Testen wir jetzt mal das Grundrauschen. Ansonsten drehe ich mich jetzt mal in den relativ leeren Raum. Da sollte es ein bisschen hallender klingen. Nicht mehr ganz vielleicht so angenehm. Jetzt vielleicht noch so in den Dreiviertelsraum rein. Vielleicht schon ein kleines bisschen besser. Wahrscheinlich hier das Worst-Case-Szenario ist genau in drei Monitore rein, weil es halt komisch reflektiert. Vielleicht auch nicht optimal. Also draußen kann es teilweise besser klingen. Jetzt eben Richtung Kamera, aber eben mit Tisch und Monitor ganz reflektierend. Ist es aber eben, da wir das gleich jetzt mit dem Godox machen, eben ein fairer Vergleich. Und ihr habt jetzt mal einen Eindruck, wie es in verschiedenen Szenarien klingt. Und das wäre der Mic-Test des Godox Magic XT1, auch angeschlossen am PC mit USB-C mit einem Gain von 6 von 10. Sieht der Pegel beide eigentlich in OBS nahezu gleich aus, stellt sich allerdings raus, dass es Full mal ein kleines bisschen lauter ist. Werde ich das im Post abgleichen, sollte auch der kleine Unterschied keinen wirklichen Ausschlag machen. Hören wir uns auch jetzt mal das Grundrauschen an. Und auch jetzt drehe ich mich in den leeren Raum, wo es halt ein bisschen hallender klingt und so weiter, halt vielleicht nicht mehr ganz so optimal, allerdings ist das auch Ansichtssache. Genauso wie hier so in den halbvollen Raum. Das wäre jetzt fast das Natürlichste, würde ich fast sagen, denn gerade wenn ich mich jetzt ins Worst-Case-Szenario in die drei Monitore reindrehe, höre ich mit bloßen Ohr schon, dass das Ganze ein bisschen komisch klingt. Und das ist allerdings jetzt eben meine Standardposition, in die Kamera gucken mit halt Tisch, Monitor und so weiter. Aber da eben alle die gleichen Szenarien hatten, ist es vergleichbar. Könnt ihr jetzt eben sehen, welches vielleicht in welchem das beste Bild gemacht hat. Okay, kommen wir kurz zum Lieferumfang der Bedienung und dann lasse ich euch wissen, wieso das meiner Meinung nach im alltäglichen Einsatz eben nicht wirklich praktisch ist und einfach auch wenig Sinn ergibt. Wir haben hier einmal ein Case, in das ihr alles reinpacken könnt, ist allerdings der Hauptselling-Point hier, dass der Receiver ja selbst schon das Ladecase für die Transmitter ist und von der Grundidee mag das ja cool sein, aber wenn ihr euch das Ganze mal ein bisschen genau anguckt und ein bisschen weiter denkt, dann seht ihr vielleicht, wo mein Problem ist. Falls ihr es nicht wisst, werde ich es euch allerdings natürlich noch gleich sagen. Ansonsten gibt es USB-C auf A für die Verbindung eben mit dem PC oder sonstigen. Könntet ihr es allerdings auch mit Klinke auf USB-C am PC nutzen oder sonstigen? Ich weiß nicht genau, woran der Vorteil liegt. Rauschtechnisch macht es zum Glück keinen wirklichen Nachteil, aber ansonsten würde ich digital auf digital eben vom Signalverlauf einfach vorziehen. An der Kamera selber gibt es dann allerdings klassisch eben Klinke auf Klinke. Dann gibt es noch so eine Erhöhung, falls es eben zum Beispiel euch irgendwie im Weg ist zum Viewfinder oder sonstigen. Krokodilklammern, dass man das Ganze irgendwo am Hemd befestigen kann. Auch noch diese Windpuschel und noch ein paar extra Magnete. Also Lieferumfang selbst ist wirklich üppig. Ansonsten gucken wir uns jetzt mal dieses Highlight des Receivers mit Ladecase an. Okay, wir haben hier einmal Kopfhörerausgang, Line-Out, daneben Ein- und Ausschalter, zwei Tasten, allerdings auch ein Touchdisplay, USB-C. Und ihr müsst das Ganze jetzt vorher einschalten,
wenn ihr eben auch die Mikrofone rausnehmen wollt und die an sind. Ansonsten, wenn ihr die vorher rausnimmt, sind die aus, müsst ihr halt immer dran denken, die einzuschalten, was mir öfter passiert ist und ich eben keine Aufnahme hatte. Und ja, die Mikros, also die Transmitter, sind wirklich super nice und klein, haben dafür halt natürlich keinen Kopfhörereingang oder sonstiges, aber es kommt zum Beispiel schon mit dem einen Nachteil daher, dass ihr ein super kleines Mikro habt, aber dann diesen riesigen Aufsatz, der einfach nur draufgestülpt wird. Und es ist sicher genug, aber erstens könnte man das vielleicht ein bisschen dezenter sein. Steht da halt, ihr seht auch schon aufgrund des riesigen Gummis drumherum, sehr, sehr stark ab. Und egal, wo ich ihn angebracht habe, war das Mikro dann schon schräg drauf. Allerdings ist der nächste Faktor, der mir nicht gefällt, eben der Transceiver selbst ist sehr, sehr klobig. Im Vergleich mit dem X5M oder auch zum Beispiel dem X5 von Godox. Denn das hier soll der Hot Shoe sein. Ihr könnt hier dann die Verlängerung draufschreiben mit Viertelzollgewinde. Dann packt ihr das drauf und das geht nicht ganz so schön rein wie manche andere. Das ist erstens hier in die Richtung nicht so sicher und in die andere Richtung geht es ein bisschen schwerer drauf. Eine sehr, sehr klobige Angelegenheit. Denn zum Beispiel bei dem X5M löse ich das einfach, indem ich es hier draufstecke. Da habe ich erst gar nichts oben. Ich habe auch gar keine Kabel. Eine coole Sache. Habe ich allerdings schon in dem Video gesagt. Und selbst eben das ältere X5 macht das Ganze auch ein gutes Stückchen dezenter. Aber okay, das ist ja noch nicht so wirklich das Problem. Das Problem ist dann halt allerdings, das soll ja schon das alles in allem Paket sein, aber ich kriege jetzt diese Windbuschel nicht drauf. Und ich weiß nicht, wieso kein Hersteller daran denkt, weil jeder will euch das kleinstmögliche Paket verkaufen. Dann allerdings müsst ihr eben noch ein Kabel mitnehmen, das nicht im Ladecase mit einbesehen ist. Dann müsst ihr noch den Buschel benutzen und was sonstiges auch noch. Also das ist schon mal der Faktor. Abgesehen davon, dass es halt sehr groß ist, dann eben auch noch immer bedacht werden muss, dass ihr das vorher einschaltet. Und so weiter finde ich das einfach nicht wirklich praktisch. Denn auch oft habe ich vergessen, oh, wo sind meine Mikros? Und mich dann zu erinnern, die sind hier. Aber ja, sorry, ich kann den Vorteil nicht ganz sehen. Ansonsten auch nicht ganz wirklich das Touchfeld. Denn ihr habt eine Touch-Bedienung, was ja cool ist. Aber ihr seht schon, ein Finger ist so groß, dass ihr fast nichts mehr seht. Also macht es ein bisschen clunky. Habt ihr natürlich die Möglichkeit, das Ganze mit Tasten zu bedienen. Aber ihr habt eben zwei auf der einen Seite und die Bestätigungstaste auf der anderen. Also wenn ihr gegendrücken wollt, haltet die hier und drückt das teilweise schon aus Versehen. Aber gehen wir mal kurz durch die Bedienung. Es gibt hier einmal diese Digital Noise Reduction. Ich weiß, das Ganze ist gerade viel zu hell. Und dann gibt es noch einen Low Cut. Allerdings ist der viel zu hoch versehen, Klang wird viel zu dünn. Ihr könnt den Sound auch muten. Dann gibt es eben auch noch Volume für die Dinger. Ihr könnt sie einzeln regeln, aber ja, ihr braucht sehr, sehr viel Pegel. Ansonsten gehen wir weiter. Könnten wir, wie gesagt, jetzt eben auch hier. Dann gibt es die Modi. Das ist einmal eben Mono, Stereo und eben Safety Track. Zurück gehen wir jetzt so, dann müsst man halt wieder rein. Und ihr bleibt halt nicht bei der letzten Position, was ich schon nervig finde, weil meistens brauche ich Lautstärke und dann kommt das Ganze auch schnell mal durcheinander. Dann könnt ihr das Ganze noch locken, ihr könnt es noch pairen. Ja, ihr seht schon, das ist ein bisschen klang. Dann könnt ihr die Brightness verstellen, was ich vielleicht vorher hätte machen sollen, damit ihr auch was erkennt. Es ist draußen, ich sag mal, hell genug. Ansonsten gibt es noch Screen Sleep, wann er ausgeht. Ich würde allerdings immer anlassen, weil ihr wisst dann teilweise einfach besser, ob das Gerät auch an ist oder nicht. Und dann könnt ihr noch die Sprache einstellen, Factory Reset und die Version sehen. Dann Zertifikation. So. Ja. Kommen wir jetzt zur Zusammenfassung, Klangbewertung und zum Fazit. Ich werde für den Take hier das XT1 benutzen und ein bisschen Post-Processing machen, allerdings minimal in Form eines Rausch- und Drückungsfilters, Kompressor, Lautstärke anpegeln, das war's. Man könnte hier wahrscheinlich noch einiges mehr rausholen, indem man EQ nutzt, aber ich hatte nicht wirklich Geduld. Ich habe es probiert und keine wirklich befriedigenden Ergebnisse bekommen. Aber bevor wir zu denen kommen, kurz zum Lieferumfang. Der ist schon üppig, aber üppig heißt auch viel Platz wegnehmend und dafür braucht er halt das große Case. Ist halt doch der riesen Selling Point gewesen, dass ihr den Receiver habt, der auch gleichzeitig Ladecase ist. Aber wo verstaue ich dann die Krokodilklemmen? Das Kabel, okay, das könnte ich noch am Receiver dran machen oder auch gerade die Puschel und sonstiges. Also dieser kleine, kompakte Formfaktor, der alles in einem beinhaltet, beinhaltet halt nicht alles. Bedienung selber mit Touch ist okay, aber ich höre von vielen, ja, das ist sehr intuitiv, alles so easy und bla bla bla. Und bei 110 Euro will ich das auch so haben, ist mir das fast schon ein bisschen zu komplex, was ich da Möglichkeiten habe, die allerdings jetzt auch wirklich keine riesen Einflüsse drauf haben. Kurz beim Klang. Das Grundrauschen hat mir nicht wirklich gefallen. Es ist einfach nochmal ein Stückchen lauter wie beim X5, das komischerweise mittlerweile doch lauter ist, als ich dachte. Allerdings ist es in Post größtenteils behebbar. Das ist also okay. Aber der Sound ab Werk ist mir generell ein bisschen, ich will nicht sagen zu klar, er ist mir ein bisschen zu dünn. Und dann macht auch dieser hohe Low-Cut-Filter von 150 eigentlich wenig Sinn.
Habe ich sonst keine wirklich Möglichkeiten. Also ich müsste, wenn ich den Klang, ich sag mal, korrekter haben will, untenrum ein bisschen voller machen, was ich ja eigentlich schon nicht mag, aber das war mir einfach zu dünn. Und deswegen funktioniert es ganz gut, wenn es hier näher am Hals ist, wo es, ich sag jetzt mal, diesen Chin-Shadow kriegt. Allerdings verliert ihr dann auch an Details. Wollt ihr die haben, müsst halt schon hier dran sein. Und es ist super klein, das ist ja nice. Und auch der Receiver, aber ja, wobei der Klang jetzt nicht schlecht ist. Ihr könnt ihn tweaken, obenrum vielleicht ein bisschen sanfter abstimmen, aber er ist gerade für ein Budgetgerät meiner Meinung nach nicht Fertigprodukt tauglich genug, weil bei dem X5, da muss ich eigentlich nichts machen. Meistens mache ich nicht mal den Rauschunterdrückungsfilter drauf, manchmal einen Kompressor und dann halt Lautstärkeanpegelung, weil das allerdings eben ein Schritt ist, der 10 Sekunden dauert, hat sich das erledigt. Aber hier müsste ich zumindest beim ersten Mal einmal ein bisschen länger Zeit machen, um eben rauszufinden, wie man den EQ besser tunen kann. Und da gibt es ja ein Video von Harf Video and Audio oder wie der heißt, der das gemacht hat und der hat auch ein wirklich gutes Ergebnis bekommen und das kann man auch. Aber das ist ein Budget-Wireless-Mic. Das ist für Leute gedacht, die eben einsteigen, die nicht genau wissen, was sie wollen, wollen nicht allzu viel Geld erstmal ausgeben und die haben nicht die Expertise. Und ich persönlich habe nicht die Geduld. Ich müsste schon sehr, sehr lange rummachen. Ich habe es eine Weile probiert, aber kein wirklich befriedigendes Ergebnis bekommen. Eins, das einfach nur da ist wie out of the box. Deswegen, das ist so ein bisschen Widerspruch. Ihr habt hier einerseits ein Produkt fokussiert an Leute, die es so minimalistisch haben wie möglich, so einfach wie möglich, wo ihr dann allerdings überlegen müsst, wie ihr das Ganze eben doch mitnehmt oder eben klobiger und wie ihr dann den Klang so hinbekommt. Weil im Vergleich zu allen anderen Wireless-Mics auf dem Markt ist es einfach deutlich dünner abgestimmt. Und ich weiß einfach aufgrund der ganzen Videos, wie sie auf YouTube sind, dass dieser Sound nicht wirklich gut ankommt, denn jeder andere Sound ist meiner Meinung nach sogar zu komprimiert, zu dumpf. Also das ist kein Hobby Mike. Vom Preis ja, aber in vielen Punkten einfach nicht. Es ist nicht so kompakt, wirklich, wie es eben angepriesen ist. Es klingt halt nicht so gut. Es ist qualitativ ja, abgesehen vom Grundrauschen. Und man kann damit arbeiten. Und wenn man es hat für das Geld, bekommt man ein gutes Paket. Aber es wirkt einfach nicht durchdacht. Die Bedienung ist nicht wirklich praktisch. Das ganze Konzept von dem Ladecase ist für mich sinnlos. Hat eher Kompromisse mit sich gebracht als Vorteil. Und deswegen möchte ich auch gar nicht großartig drüber lachen. An sich ein gutes Produkt, das man kaufen kann, werde ich allerdings weiterhin das Folium X5 empfehlen. Das kostet 110 Euro, hat zusätzlich noch internen Speicher, hat nicht mal eine Kabelverbindung, weil es eben per Klinke direkt eben mit einem USB-Clip funktioniert. Also, und auch jetzt nicht so viel größer, ja, größer natürlich, aber das ist ein durchdachtes Paket. Das ist ein ansatzweise gute Idee-Produkt, aber die halt nicht fertig gedacht. Deswegen würde ich es auch einfach wirklich zu schätzen wissen, wenn solche Produkte, die ich von der Idee, von der Überlegung cool finde, einfach mal an Leute weitergegeben wird, wo man weiß, da kriegt man ein ehrliches Feedback. Die nutzen es auch im Alltagseinsatz wirklich. Nicht nur kurz einfach mal rausgehen auf dem Feld oder auf einer Straße oder irgendwo hin und her, kurz Reichweitentest abspulen. Und dann noch ein Soundtest, was ich auch gemacht habe, aber dann auch das Ding mal nutzen. Weil ich habe es bei ein paar Videos genutzt und teilweise war der Sound so dünn und so ein bisschen blechern, dass ich sehr, sehr Probleme bekommen habe, das meiner Meinung nach YouTube-tauglich eben fertig zu kriegen. Und ich habe schon fast gedacht, teilweise neu zu drehen. Hier im Studio klingt es echt gut. Aber draußen, wo ich es eben auch nutzen wollen würde, vor allem da es auch sehr, sehr anfällig ist auf Wind und ihr dann diesen riesen Puschel braucht, wo der Formfaktor dann schon wieder für die Ihr wisst schon, was ist. Ne, für den. Das meinte ich. Ich dachte die. Naja, egal. Tja. Dass die mir nichts mehr schicken, ist ja wohl klar, oder? Ich kann es nachvollziehen, aber ich muss ehrlich sein. Was die anderen machen. Vielleicht ist es aber auch einfach so, man kriegt dieses ganze Marketing mit, man hört sich das an und ich dachte mir damals schon, als ich die Videos gesehen habe, oh Receiver, oh, erste Idee von cool und dann habe ich das Video nur ein bisschen länger geguckt und denke mir schon, ist es wirklich praktisch, dafür so einen riesen Klotz auf dem Handy zu haben? Ist es praktisch, weil wo verstaue ich den ganzen und so weiter und so fort? Also wenn ich während dem Gucken eines Videos schon nach einer Minute irgendwie erste Zweifel habe, frage ich mich, was die in der Entwicklung machen und was andere Tester während ihres Testvorgangs machen. Ich bin nicht YouTube-ready. Glaub nicht, ne.